So, wir gehen jetzt ballern, aber in die Taverne. Ist jetzt nicht so viel los. 1, 2, 3. Tach, sag Tach. Mal, du hast nicht zufällig ein bisschen Fusel dabei? Mir fällt sonst das Sprechen schwer. Hier will wohl jeder was zu trinken von mir. Ist es ein Wunder? Hat ja auch kaum einer Kohle. Also kriege ich jetzt meinen Fusel oder nicht? Ja, du Holzhuse, ey. Mein Gott. Hier, eine Flasche weniger bringt mich nicht um. Exakt. Danke. Besser als das Abwasser der Spelunke. Den Mist, den der Wirt mir serviert hat, kannst du ja kaum trinken. Wenn ich erstmal Dämonenjäger bin, läuft hier einiges anders. Oh, einer aus Machtgier. Super Idee. Warum sollten die Dämonenjäger dich aufnehmen? Typen aufs Maul zu hauen, kriege ich hin. Aber das genügt denen ja nicht. Laber mir was vor von Traditionen und Verpflichtungen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. So ein alter Opa führt die Kerle an. Kann ja nichts werden. Mit mir als Anführer könnten wir es allen zeigen. Ich glaube, die Dämonenjäger sind nicht das Richtige für dich. Ach, und was soll ich dann machen? YouTuber werden. Zurück zur Piraterie? Nein, danke. Werd den Säcken schon zeigen, dass ich es drauf habe. Passt gut ins YouTuber-Klischee. Ah, du bist der Wirt bestimmt, oder? Travis? Kundschaft! Travis? Wenn du einen Schlafplatz suchst, ein paar Fragen hast oder dich ausruhen möchtest, bist du bei mir goldrichtig. Es sei denn, du bist auf der Suche nach Ärger. An dich? Willst du mir Ärger machen? Nein, komm her, ich bin auf der Durchreise. Sehr gut, habe ich doch gleich gewusst, dass du was im Kopf hast. Aber jetzt sag schon, womit kann ich dir weiterhelfen? Was kostet mich eine Übernachtung? Wenn du einen ordentlichen Schluck verträgst, gar nichts. Gut, ich vertrag so einiges. Nicht so schnell. Große Sprüche klopfen kann jeder. Erstmal wirst du mir deine Trinkfestigkeit beweisen müssen. Und mich säuft so schnell keiner unter den Tisch. Go! Einfach los! Du bist kein Gegner für mich. Hört, hört! Da ist sich aber einer sicher. Glaube kaum, dass ausgerechnet du das Zeug hast, mich zu schlagen. Aber ich will dir gern die Möglichkeit geben, dich zu blamieren. Sprich mich einfach an, wenn ich mir abends am Tisch einen genehmige. Dann sehen wir ja, ob du so ein großer Trinker bist. Und wenn nicht, musst du wie der Rest bezahlen. Wann können wir um die Wette trinken? Hast mir wohl nicht richtig zugehört, was? Jeden Abend genehmige ich mir am Tisch ein. Wenn ich also die Buddel in der Hand habe, bin ich bereit. Werd's mir merken. Na, hoffentlich. Buddel. Ja, 100, Alter. Kann doch einfach hochlaufen wieder. Den Dämonenjäger, ich glaube, da können wir auch einfach pennen. Ja. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Ja, komm, machen wir alles durch. Was hältst du von den Dämonenjägern? Das ist ein verwegener Haufen. Prellen aber nie die Zeche. Angeführt werden sie von einem Druiden. Der Name von dem alten Zauselbart ist Eldrick, aber ich sehe ihn nur selten. Ich komme gut mit ihnen klar. Wenn sie nicht wären, wer weiß, ob ihr dann überhaupt noch ein Stein auf dem anderen stehen würde. Erzähl mir mehr über Eldrick. Den wirst du hier wohl nie antreffen. Hat sich in der Zitadelle eingenistet wie eine Bettwanze. Hab gehört, dass er mal ein ziemlich gutmütiger Kerl gewesen sein soll. Aber Kalador scheint ihn verändert zu haben. Scheint kein Risiko mehr zu scheuen, der alte Knochen. Was kannst du mir über Kalador erzählen? Kalador ist mehr als nur die Heimat der Dämonenjäger. Kalador besteht hauptsächlich aus hartem Fels, Wald und Ruin. Haben hier ein besonderes Klima. Verträgt nicht jeder. Schätze, die Eingeborenen würden hier nicht glücklich werden. Aber die Ironborn. Ironborn. Ja, tell me more. Erzähl mir was über die Ruinen. Tell me more, tell me more. Die stehen schon ewig hier.
und ich kann dir nicht sagen, wer ihre Erbauer waren. Die einzige Ruine, die außer der Taverne bewohnt wird, ist die alte Zitadelle. Dort haben die Dämonenjäger Quartier bezogen. Was in den anderen Ruinen haust, will ich gar nicht wissen. Stecken sicher einige Geheimnisse und Gefahren unter all dem Moos. Was kannst du mir über Yvette erzählen? Oh, sie ist jung, sie ist hübsch. Und wenn du nicht aufpasst, stehst du ohne Hosen da. Klingt nicht schlecht. Nein, Mann. Ich will damit sagen, dass du auf dein Gold aufpassen sollst. Ach, das meinst du? Natürlich. Also hör auf meinen Rat. Bring mir etwas bei. Wenn das Gold stimmt, gerne. Oh. Oh. Das ist nämlich im zweiten Teil quasi Heiltränke herstellen gewesen. Okay. Okay, das ist auch nicht schlecht. Heiltrankrate, also verbessern. Bin leider arm. Aber wir sollten das im Hinterkopf behalten, alle. Zeig mal, was du hast. Zeig mir deine Ware. Ah, zeig. Fusel. Kostet 25. Fusel. Björn kostet 25. Dann ist das schon mal nicht wert, die Fische zu verkaufen. Wenn ich das richtig sehe. Zucker. Ja, okay, Zucker ist jetzt nicht die. Auf Takarigua ist es, glaube ich, die Zuckerinsel. Ist halt jetzt nicht so eine Ressource, die überall rumliegt. Ist noch irgendwen, irgendwas? Yo! Ja, verschwinde von hier! Alles klar! So. Altes Wissen. Erstmal ausräumen, alle. Muss ich ja irgendwie ausgleichen. Halt sonst so nett. Dann müssen wir halt... Schade. Schade? Weil irgendwo unser Karma wieder zerstören. Ja, was hab ich da von gehört? Nix. Der trägt hier gar nicht. Ja. Erd. Wahrscheinlich wie eine Feuerstelle. Können wir jetzt Wett trinken machen? Speichern. Go. Lass uns um die Wette trinken. Endlich ein Herausforderer. Also, wenn du gewinnst, kannst du im Hinterzimmer umsonst Quartier beziehen. Verlierst du, zahlst du wie der Rest für den Schlachtplatz. Hoffentlich ist das so wie im zweiten Teil. Los geht's. Oh, tatsächlich. Ja. Also man muss die Flaschen mit der Maus quasi anwählen und trinken und dann verschwimmt das Bild ein bisschen, also ein bisschen viel und wird die Hand bewegt sich immer mehr und es wird immer schwieriger. Nee, man sollte vielleicht mit den kleinen Uselflaschen anfangen. Damit man die großen später noch hat, wenn die Hand sich so bewegt und rumschwenkt. Am Anfang ist es nämlich noch ein bisschen leichter und wie gesagt, man sieht's gleich. Dann mal los! Nein! Komm! Gut, ja. Scheiße! Da liegt er! Junge, hast du einen Zug drauf? Respekt! Und da du unser kleines Spiel gewonnen hast, kannst du hier deinen Rausch ausschlafen, wann immer du willst. Ich werde dir nichts berechnen. Wie? Oder nur heute? Lass das. Das gehört sich nicht. Ach, das darf ich jetzt mitnehmen, alles? Das ist erbärmlich. Ey! Wir werden erstmal trinken. So, das können wir auch gleich direkt mal machen. Wir sollen ja eh mal pennen gehen. Einer.
Das ist aber nicht das Hinterzimmer, oder? Ne, da steht auch kein Bett. Gucken wir mal. Da. Ja, da ist ja noch einer. Ganz alleine. Eins. Pass bloß auf! Hey! Doch gut! Ich darf das. Warme? Mo? Ach okay, Mo ist der... Oh. Wer schleicht, hat nichts Gutes im Sinn. Ja, das war... stimmt überhaupt. Richtig hin. Mich nicht? Hör auf zu schleichen! Was? Hey, suchst du etwas Bestimmtes? Warum? Kannst du es mir denn beschaffen? Möglicherweise. Also ich habe hier ein paar schöne Stücke auf Lager. Musst mich nur fragen. Händler. Er heißt ja nicht umsonst Kramer. Reisender Händler? Ja, richtig. Mein Zuhause ist überall und nirgendwo. Das kenne ich. Und wie ergeht es dir hier? Ich habe mich bisher mit dem Handel von Kleinkram, Ringen und Amuletten über Wasser gehalten. Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Dich kann man doch sicher zu einem Trinkspiel überreden. Kann man schon, aber nur, wenn die Kasse stimmt. Ich trinke mir immer bis mittags einen in der Taverne. Fordere mich dann ruhig heraus, wenn du deiner Leber traust. Okay. Okay, zeig mir deinen Kram. So, uralter Degen. Bombe, nö. Ohrring. Alles langweilig. Wichtig sind bei Ringen und Ohrringen meiner Ansicht nach sowas wie Silberzunge, Einschüchtern und Taschendiebstahl und Wasserknacken. Brauche ich jetzt aber nicht. Immer so, wo war eigentlich der Jäger? Wir wollten noch irgendwas beim Jäger lernen. Oder bei irgendeinem, der... Ach nee, das hatten wir schon gelernt. Stimmt, das war der, der Fischtyp. Der wir Fisch verkauft haben für schlechtes Geld. Ja, gut, die fordern wir halt irgendwann mal heraus. Hallo? Was soll das? Das, ich mach doch... Warum schleichst du hier rum? Tu ich gar nicht. Einfach weggucken. Einfach weggucken. Sehr gut. Das ist nicht in Ordnung. Willst du mich veräppeln? Ach, scheiß drauf. Komm her, geh weg. Meins. Oh. Das ist jetzt nicht so bequem. Besser knacken. Ja, ist genau wie vorher. War nicht schwer. Erklär ich mal, wenn es ein bisschen schwerer wird. Das funktioniert, weil bei den Level 1 Truhen, nenne ich es jetzt mal, da kannst du einfach mit der Maus hin und her wirbeln. Dann hast du es geschafft. So, das ist auch nicht das Hinterzimmer. Das war wahrscheinlich gerade, wo die Truhen alle gepennt haben. Bumm. Sehr gut. Ja, wir gehen jetzt einfach mal pennen, ne? Erstmal das Als noch die schwarze Katze uns angriff, waren nur ein paar Tufas im Dorf. Einer starb beim Kampf gegen sie. Der Stärkste nahm ihre Tatze und gab sie an seine Nachkommen weiter. Interessant. Haben die gegen Katze verloren? Wir gehen jetzt schlafen. Quest geschafft. Ausgeschlafen. Okay. Oder auch nicht? Oh Mann. Speichern. Was? Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Okay, ich kann nicht speichern. Kann hier nicht speichern. Steht jemand? Seelenstaub.
Ich will noch nicht mit dem reden. Der sieht so böse aus. Und ich bin nackig. Noch irgendwas? Ich habe hier noch was zu erledigen. Klar. Bisschen wie wenn man ins Wasser geht, einfach irgendwo anders hin teleportiert werden. Kann man. Ich habe hier noch was zu erledigen. Alles klar, wir sollen also zu dem Typ. Machen wir das doch. Moment mal. Da sind Glühwürmchen. Würmchen an diesem Seelenstaub. Die Würmchen weg. Okay. Kann ich vielleicht in der richtigen Welt, also jetzt in der Schattenwelt oder so, kann ich in der richtigen Welt mit der Astralsicht, wenn ich da irgendwas Spezielles gelernt habe, bei den ganzen Glühwürmchen was finden? Das wäre mal gut zu wissen. Inquisitor Mendoza? Noch irgendwie Glühwürmchen? Ich habe hier noch was zu erledigen. Okay. Ist jetzt Inquisitor Mendoza? Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal. Geile Klamotten. Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Wer bist du überhaupt? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Der hat auch hier das Auge, wo das Okular drauf war. Bei Inquisitor Mendoza. Auge, man bezahlt nämlich mit seiner Sehkraft des rechten Auges. Dafür, dass man so ein bestimmtes Okular tragen konnte, womit man Titan sieht oder irgendwie so. Irgendwelche Ströme in der Welt wahrnehmen kann und damit kann man auch Titan sehen. Aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, immerhin auch eine Glatze. Warte, nein! Oh Mann, was für ein Albtraum. Schlafen. Ich brauche dringend Hilfe. Mein Geist werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Apropos, wo ist der überhaupt? Hängt der immer noch an der Fackel fest? Könnte eine ganze Sau verdrücken. Ach ja! Er hier. Ja, wie lange haben wir denn jetzt gepennt? Eigentlich gar nicht, oder? Wird's jetzt hell? Oder ist es dunkel? Hör mal nach. Weil irgendwie ist jetzt Sonnenaufgang gerade. Nö, ne? Sieht nicht so wirklich aus. Kann ich mich jetzt nochmal hinlegen? Wir wollen ja sowieso zu dem, weil ich Porter gerade gesehen habe, wir wollen sowieso zum Bauernhof. Und da soll ja auch irgendwie der Friedhof sein, wo wir das Amulett wieder begraben sollen. Ah, so. Jetzt? Ich glaube, jetzt ist hell, ja. Ja gut, haben wir noch irgendwas, was wir hier tun müssen? Nicht wirklich, oder? Das Mädel hier hat uns ja erzählt, dass wir Kapte. Hey! Hey, wie ist die Lage? Die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Ja, ich will bei euch mitmachen.
Dann bist du auch den grünen Feuern gefolgt. Wir alle haben den Ruf gespürt. Aber das reicht nicht. Der Druide wird dir zeigen, was notwendig ist. Wenn du mir zeigen willst, was du drauf hast, dann komm mit auf Nachtwache. Na geil, jetzt gerade natürlich hell. Super. Nachtwache. Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Ja. Den Bestien direkt an der Front einzuheizen wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Schließe dich der Night's Watch an. Wie stark sind die Dämonenjäger? Zu wenig, als dass ein Sieg ausgemachte Sache wäre. Aber genug, um den Schatten entgegenzutreten. Und bis der Tod uns holt, zählt nur eines. Steh deinen Mann und kämpfe. Auch graue Augen im Übrigen. Ja, ist ja eh nicht Nacht, ne? Aber das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Die Folge ist eigentlich um. Allerdings... folgender Plan. Wir holen jetzt Bones. Wir haben Bones abgeholt. War ein hartes Stück Arbeit, den wieder zu finden. Er versteckt sich auch immer, ich weiß nicht wo. Überall. Ja, Plan ist jetzt folgender. Bauernhof besuchen. Oh. Friedhof abklappern. Wieder zurückgehen. Medaillon abgeben. Nee, Quatsch, Bescheid sagen, dass wir das Amulett begraben haben. Und dann einmal hoch auf dem Berg die Eisenmine suchen. Das ist der Plan. Bones? Machen wir nächstes Mal. Also dann. Ciao.